Fünf Tofu-Hacks, mit denen du sogar einen Metzgermeister überzeugst. Hack Nummer 1. Tofu gut auspressen. Umso mehr Flüssigkeit aus dem Tofu herausgepresst wird, umso besser kann er Geschmack annehmen. Umwickle den Tofu mit einem Papier oder einem Küchentuch. Wenn es schnell gehen soll, kannst du ihn mit der Hand ausdrücken. Für ein besseres Ergebnis den Tofu in Streifen schneiden und mit etwas Schwerem belasten. Umso länger, umso besser. Geheimtipp, wenn du den Tofu einfrierst und danach auspresst, verliert er viel mehr Flüssigkeit. Hack Nummer 2. Der richtige Tofu. Wie bei anderen Lebensmitteln gibt es gute und schlechte Tofu. Kaufe am besten einen Tofu der gängigen Biomarken oder geh in den Asia-Shop. Du erkennst einen guten Tofu daran, dass er relativ geschmacksneutral ist. Hack Nummer 3. Die richtige Würzung. Tofu ist relativ geschmacksneutral. Das ist gut so. So können wir ihn schmecken lassen, wie wir es möchten. Seid mutig beim Würzen. Mariniert ihn und wenn ihr keine Lust habt, ihn zu marinieren, kauft ihn mariniert. Hack Nummer 4. Die richtige Zubereitung. Schneide den Tofu gleichmäßig, damit er auch beim Braten gleichmäßig wird. Lege den Tofu in die heiße, trockene Pfanne und gebe dann das Öl über den Tofu. Wende ihn gleichmäßig und brate ihn länger, als du denkst. Meine Faustregel ist, je nach Stückelung 7 bis 10 Minuten. Der Tofu sollte schon etwas hart sein, so wird er schön knusprig. Hack Nummer 5. Das richtige Mindset. Wenn du Tofu probiert hast, der dir noch nicht geschmeckt hat, kann das daran liegen, dass er nicht richtig zubereitet wurde. Bilde deine Geschmacksnerven ständig fort und bringe sie aufs nächste Level. Crispy.